Liebe Rüsselsheimerinnen, liebe Rüsselsheimer, ich setze als Stadtverordnetenvorsteher meine Reihe fort, indem ich Menschen interviewe, die für Institutionen in dieser Stadt stehen und die ihren Blick auf Rüsselsheim beschreiben, aber natürlich auch etwas über ihre Institutionen, für die sie stehen, erzählen und Licht werfen auf interessante Institutionen in dieser Stadt. Und heute wird's interessant, das kann ich schon mal versprechen. Meine Gesprächspartnerin ist Frau Professor Dr. Eva Waller. Sie ist Präsidentin der Hochschule Rhein-Main. Also das ist was, mein lieber Mann. Und das ist eine wichtige Institution in Rüsselsheim. Das hebt unseren Standort, das kann ich glaube ich schon mal sagen. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Aber wir wollen nach und nach das ein bisschen beleuchten. Und wie immer fangen wir erstmal mit den Personen an. Erstmal vielen Dank, dass das zustande gekommen ist. Und für Sie gleich die Eingangsfrage. Wir wollen etwas über Sie erfahren. Wie wird man Präsidentin einer Hochschule? Ist das ein Kindheitstraum gewesen oder wie kommt man dahin? Vielen Dank. So wie ich vorhin schon sagte, ich habe in der Wiege die Augen aufgemacht und habe gesagt, eines Tages will ich Präsidentin werden. Nein, Schatz. Das hat, glaube ich, viele Zufälle haben meinen Weg geprägt. Ich bin von Hause aus bin ich Juristin, habe mich ein bisschen in der Welt herumgetrieben und habe unter anderem, nachdem ich promoviert habe in einer technischen Universität, war ich in einem Unternehmen und dieses Unternehmen hat sehr viel mit KMU zu tun gehabt, also mit kleinen mittelständischen Unternehmen. Und ich hatte einen Chef, Herrn Müller damals, der für mich ein großes Vorbild war, der hatte sehr starken Gestaltungs- und Beratungswillen. Und ich glaube, da habe ich mir viel abgeguckt und als ich dann selber an die Hochschule gegangen bin, 2005 als Professorin, habe ich gedacht so, also ich bin gerne in der Lehre, ich forsche auch gerne, aber ich würde gerne noch ein bisschen mehr aus dieser Hochschule machen. Und dann war das so mein Weg, dass ich über Studiengangsleiterin zur Dekanin wurde, zur Vizepräsidentin. Und irgendwann, Sie kennen das vielleicht, irgendwann muss man dann auch mal sozusagen die eingefahrenen Wege verlassen und dann habe ich die Hochschule gewechselt. Also der Herr Müller ist schuld, halten wir mal der fest. Der Herr Müller ist schuld. Aber nochmal zu Ihnen, Sie kommen aus, ich habe mich natürlich informiert, aus Krefeld, im tiefsten Nordrhein-Westfalen. Jetzt kommt man von Nordrhein-Westfalen über viele Stationen, Sie waren viel unterwegs, in Deutschland, aber auch sonst. Jetzt kommt man nach Hessen, Südhessen. Wie ist der Südhesse, wie kommt man mit ihm klar? Dann auch noch Rüsselsheim und Wiesbaden, wie sieht es da aus? Also ich persönlich komme sehr gut hier klar. Ich bin hier sehr freundlich aufgenommen worden. Und ansonsten, ich glaube, der Niederrheiner als solches ist gar nicht so groß vom Unterschied her. Ist ja auch Rheinland. Ne? Aber ich war ja 15 Jahre im Ruhrgebiet und das ist schon eine andere Kultur. Da ist man sehr klar, aber eben auch sehr freundlich. Man ist sehr zugewandt und lässt Zugereiste auch gerne ankommen. Also, und abgesehen davon, einer meiner Großväter kommt tatsächlich aus der Nähe von Limburg. Ah, ja. Also ganz fremd war es nämlich. Okay. Jetzt wohnen Sie nicht in Rüsselsheim, das muss man fairerweise dazu sagen. Ja. Aber Sie haben im Vorgespräch gesagt, Rüsselsheim war nicht völlig aus dem Blick geraten. Das ist völlig richtig. Wir haben ja mehrere Standorte und die beiden Städte, in denen unsere Hochschule ist, das ist in Rüsselsheim und in Wiesbaden. Und ich, wie gesagt, ich war vorher in Bochum und wollte selbstverständlich auch hier hinziehen, damit ich nicht immer pendel. Und dann habe ich mir schon Rüsselsheim angeguckt und wäre auch gerne hier hingezogen. Tatsächlich. Das halten wir mal fest. Weil also, ich nämlich, ja. Man soll es nicht so laut sagen, aber ich mag den Main lieber als den Rhein. Und ich mag auch die Größe der Stadt gern. Allerdings habe ich mir nach zwei Erfahrungen in meinem Leben geschworen, ich werde niemals in eine Stadt ziehen, die von einer Brücke von meinem Arbeitsplatz getrennt ist. Und da ich tatsächlich fast jeden Tag viele Unterschriften sozusagen vor mir liegen habe, die ganzen Absolventenurkunden sind ja alle bei mir und Absolventinnenurkunden, habe ich gesagt, dann ziehe ich wohl doch lieber nach Wiesbaden. Und ich glaube, das war auch eine gute Chance, aber ich wohne so in Wiesbaden, dass ich innerhalb von 20 Minuten in Rüsselsheim. Aber wir halten mal fest, Sie hätten sich Rüsselsheim gut vorstellen können. Ja, tatsächlich. Da haben Sie schon mal einen großen Pluspunkt hier gesammelt. Super. Ja, kommen wir zu Ihrer Institution, die Hochschule Rhein-Main. Natürlich, da bin ich schon verständlich, den Schwerpunkt Rüsselsheim wollen wir ein bisschen was hören. Für jemand, der jetzt weiß, da gibt es eine Hochschule in Rüsselsheim, aber wenig über die Details, was wird denn da genau gemacht? Wie würden Sie kurz und knapp sagen, was passiert hier? Was bietet diese Hochschule an? Und
gerne vielleicht auch dann so auf die auch Kooperationspartner, mit denen Sie arbeiten. Sie sitzen ja nicht hier in diesem netten Gebäude und das ist es dann, sondern man arbeitet ja auch mit anderen zusammen. Genau. Kurz und knapp, das kann ich ja gut die Hochschule vorstellen. Die Hochschule Rhein-Main gehört zu den großen Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland. Und das bedeutet, wir haben etwas über 13.000 Studierende, knapp 1.000 Beschäftigte, darunter 250 Professores. Und wir haben ein Jahresbudget von 100 Millionen Euro. Und davon kann man sagen, ist etwa ein Drittel bis ein Viertel ist hier in Rüsselsheim. Mhm. Und zwar sind, was für uns ganz wichtig ist, und ich glaube für alle Hochschulen, auch für Deutschland, ist es ganz wichtig, unsere Ingenieurswissenschaften, bis auf die Bauingenieure, sitzen alle in Rüsselsheim. Ja. Und in dem Kontext bekannt sind wir wahrscheinlich insbesondere über den Maschinenbau und die Elektrotechnik, aber wir haben in den letzten Jahren eben auch Studiengänge entwickelt, wie beispielsweise Wirtschaftsingenieurwesen, oder aber Umwelttechnik oder, ich muss es immer noch mal ganz langsam aussprechen, Ökotoxikologie. So ein schweres Wort, ja. Genau, Sie können Luftfahrttechnik bei uns studieren und Sie können auch einen Schwerpunkt Medizintechnik machen. Und damit komme ich zum zweiten Teil Ihrer Frage. Das heißt, unsere Kooperationspartner sind selbstverständlich nach wie vor die Automobilhersteller, aber auch die Zulieferer, unter anderem aber vor allen Dingen auch Hyundai heutzutage. Und auf der anderen Seite arbeiten wir aber sehr stark mit dem Krankenhaus beispielsweise auch zusammen, gerade im Bereich der Medizintechnik. Da würde man jetzt nicht sofort drauf, also das kriegt man schon, glaube ich, eher mit Automobilbranche, aber Krankenhaus finde ich schon mal ein interessanter Aspekt. Können Sie dazu noch mal was sagen? Genau, ja? Also wenn Sie gerne eine neue Hüfte hätten, dann können Sie sich die bei uns drucken lassen. Oder für den Fall, dass Sie Probleme in puncto Diabetes bekommen oder Ihre Leber nicht mehr so richtig funktioniert, in dem Bereich sind wir sehr stark unterwegs. Und das Schöne ist, wir kooperieren hier mit den anderen Studiengängen eben in Wiesbaden auch, wo man das Ganze teilweise unter Gesundheitsmanagement-Aspekten ansieht oder, ich schaue gerade da hinten mal so rüber, unter der sozialwissenschaftlichen Begleitforschung, also soziale Arbeit, was bedeutet das? Also das heißt Medizintechnik, das verbindet man jetzt, muss ich ehrlich sagen, auch nicht sofort jetzt mit der Hochschule Rhein-Main, aber das ist auch ein wichtiger Faktor hier. Genau, das ist ein wichtiger Faktor und ich glaube auch, dass es für die Region ein wichtiger Faktor ist. Das Thema Gesundheitsvorsorge und zwar in allen Aspekten. Und ich könnte, also wir sind jedenfalls sehr stark unterwegs, das auszubauen. Ja. Wir kommen vielleicht später nochmal drauf, da werde ich Sie nochmal fragen zum Thema Opel-Flächen. Da muss man sich auch mal überlegen, was da passiert. Kommen wir aber nochmal drauf. Aber nochmal der Punkt, Sie agieren natürlich nicht alleine, sondern Sie arbeiten ja mit verschiedenen zusammen. Sie haben jetzt schon Opel gesagt, Automobilbranche haben Sie gesagt, ja. Sorry, wir müssen ganz korrekt sein. Aber es gibt ja auch verschiedene Kooperationsbereiche. Ich will mal einen nennen, der für uns als Kommunalpolitik auch ein großes Thema gespielt hat, Electric City, Rüsselsheim. Also das ist auch so ein Punkt, vielleicht können Sie da nochmal einen Satz dazu sagen, aus Ihrer Sicht, was das für einen Stellenwert hat für die Hochschule. Genau, also Hochschule für angewandte Wissenschaften bedeutet, dass für uns der Transfer sehr wichtig ist und die Zusammenarbeit mit Unternehmen, aber auch mit der Gesellschaft. Und in Electricity arbeiten wir mit der Stadt unter anderem und Unternehmen zusammen. Und hier geht es um die Ladeinfrastruktur. Ich glaube, jeder von uns hat inzwischen festgestellt, dass es vom Verbrennungsmotor hinweg geht zum Elektromotor. Und in dem Bereich forschen wir eben zum einen, wie eine Ladeinfrastruktur, wie die aufgebaut werden muss, also wie sie technisch funktioniert, ist der eine Punkt, aber vor allen Dingen, wie muss das Ganze auch sozusagen in der Stadt verteilt sein, damit auch eine ausreichende Versorgung da ist. Und des Weiteren auch, was bedeutet das auch für die Logistik, denn einer unserer Schwerpunkte ist ganz stark auch natürlich erneuerbare Antriebssysteme, unter anderem Wasserstoff, in denen wir die Nase ganz vorne haben. Es gibt ja noch einen wichtigen Bereich, mal ein bisschen so übergeordnet gesagt. Sie produzieren mal böse gesagt ja Fachkräfte, die dringendst gebraucht werden in Deutschland. Ja. Welchen Blick haben Sie da so drauf? Also das wird ja hier auch gerade im Rhein-Main-Gebiet gebraucht, ja, Fachkräfte. Und ich glaube, ohne die Hochschule Rhein-Main, da werden einige Leute sehr, sehr traurig, weil die spucken ja jedes Jahr Fachkräfte aus, sozusagen. Ja. Vielleicht können Sie da noch was dazu sagen, einen Satz? Ja, Fachkräfte sind für Deutschland, glaube ich, die Zukunft, und zwar insbesondere Ingenieurwissenschaften. Was wir zunehmend brauchen, sind tatsächlich Schüler und Schülerinnen,
die sich dafür interessieren und die sich nicht davon abschrecken lassen, sondern dass dort auch Mathe verwendet wird, oh Gott, und vor allen Dingen Logik, mhm, und das Interesse, etwas zu entwickeln, zu tüfteln, was Spannendes aufzubauen. Mhm. Sehr gut. Ja, dann kommen wir aber auch schon für die für mich spannendste Frage. Also Institutionen habe ich jetzt auch nochmal was Neues mit der Medizintechnik, das war mir auch nicht so ganz auf dem Schirm, muss ich sagen, habe schon was gehört, aber mit der Hüfte finde ich nicht schlecht. Ich würde es gerne trennen, vielleicht kriegen Sie das hin, dass Sie mal auf dem Blick heraus Hochschule Rhein-Main, der Blick der Hochschule Rhein-Main auf Rüsselsheim. Ja, wie nehmen Sie die Stadt Rüsselsheim wahr? Sie haben natürlich, Sie kennen andere Städte, Sie haben gesagt, wo Sie herkommen, ja, Sie haben Einblick, Sie haben auch dann auch den Vergleich. Was ist das Besondere an Rüsselsheim? Gerne auch mal was Kritisches, ja, wo Sie denken, oh, da müsste sich ein bisschen mehr entwickeln oder da müsste man langsamer machen. Das würde mich mal interessieren. Und dann aber nochmal getrennt Ihr ganz persönlicher Blick auf Rüsselsheim. Also wenn Sie in Rüsselsheim in die Innenstadt einen Kaffee trinken gehen, wie ist das? Ja? Wie nehmen Sie die Rüsselsheimer wahr? Wie nehmen Sie diese Stadt wahr? Wenn Sie das mal versuchen würden zu trennen, erstmal der Blick der Institution auf Rüsselsheim. Der Institution. Also wir nehmen tatsächlich Rüsselsheim als die Stadt und insbesondere die Stadtpolitik der Hochschule gegenüber sehr zugewandt, nehmen wir sie wahr. Und auch durchaus, dass man erkennt, was für ein wichtiger Wirtschaftsfaktor wir auch tatsächlich sind. Denn alle unsere Studierenden und Beschäftigten, das sind ja hier in Rüsselsheim etwa 3.500, und dann nochmal knapp 400 Beschäftigte, die wohnen hier in der Umgebung, die tanken hier, die gehen hier essen, die gehen hier einkaufen. Also die Zugewandtheit ist da. Was wir uns wünschen würden, wäre tatsächlich, dass man das auch auf den öffentlichen Nahverkehr ausbaut. Mhm. Denn wenn unsere Studierenden oder unsere Beschäftigten hier hinwollen und gegebenenfalls aus Wiesbaden kommen, dann dauert das nahezu 2 Stunden. Und das ist so ein ganz einfacher Punkt, dass ganz zwar richtig, drei ja. Busse hier hinfahren, die aber nahezu alle gleichzeitig abfahren, mhm, am Bahnhof, und dann warten sie wieder. Ganz wichtiger Hinweis, sehr interessant. Ich will jetzt nochmal dranhängen, Blick der Institution. Jetzt ist es in Rüsselsheim so, wir haben ein großes Projekt, sage ich mal so, das sind freiwerdende Flächen von Opel Stellantis, die jetzt zum Kauf angeboten worden sind. Attraktive Flächen, wir sind glaube ich ein attraktiver Standort, das darf man sagen. Da würde mich noch interessieren, wie haben Sie das wahrgenommen? Was kann man sich vielleicht auch aus Ihrer Sicht vorstellen, was attraktiv wäre für diese Stadt, was auch passt zur Hochschule Rhein-Main? Wir haben Medizintechnik angesprochen, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das so ein Bereich wäre. Wie ist da Ihre Wahrnehmung oder was fällt Ihnen dazu ein, zu diesem Punkt? Ja, da fragen Sie natürlich genau die Richtige, die ja aus Bochum kommt, wo wir genau das auch übrigens ja mit Opel genau das gleiche Thema hatten. Und ich glaube, auf dem Neujahrsempfang des Gewerbevereins hat ja auch jemand darüber berichtet, was daraus geworden ist. Das ist eine echte Chance für eine Stadt, diese Gewerbeflächen, und die muss man aus meiner Sicht nutzen. Man sollte das nicht an eine Person alleine geben, sondern an eine Vielzahl und hier zusammendenken, und wir bringen uns sehr gerne ein. Das ist zum einen, dass man darüber nachdenkt, inwieweit man daraus auch Flächen beispielsweise für ein Reallabor macht, also wo studentische Projekte mit in den Unternehmen stattfinden können. Zum anderen aber auch durchaus Forschungsaktivitäten, weil wir sehr stark in der angewandten Forschung sind. Und der dritte Punkt, was auch immer wichtig ist, das sind studentische Wohnflächen. Also, ja, natürlich auch ein Punkt, ja, keine Frage. Ja. Ach, sehr gut, vielen Dank. Ja, jetzt kommen wir nochmal zu Ihrer ganz persönlichen Sicht auf Rüsselsheim. Was haben Sie denn hier für Erfahrungen gesammelt oder Ihr persönlicher Blick auf diese Stadt? Also ich finde Rüsselsheim erstmal von der Lage her fantastisch am Main. Das habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Ich mag ja diesen Fluss. Dann waren Sie auch schon bei Wein am Main, vermutlich mal? Nein, das habe ich nicht geschafft. Da müssen Sie hin, da müssen Sie hin. Ja, genau. Pandemie klingt ja, naja, so ein bisschen wenigstens ab. Sie ist grün, sie hat teilweise wirklich sehr schöne Villen. Das Museum finde ich übrigens auch ganz spannend. Da war ich auch schon. Und in der Innenstadt, das, was mich bisher angesprochen hat, häufig bin ich aber natürlich in der Hochschule, es gibt ganz nette kleine Lokale, und wo man auch ganz lecker essen kann. Und die Rüsselsheimer als solches sind mir gegenüber jedenfalls wirklich immer auch sehr aufgeschlossen entgegengekommen.
Und ich habe mir einen wunderbaren Reiseführer auch letztens gekauft, als ich bei Herrn, bei einem Geschäftspartner, sage ich mal, war für meinen nächsten Urlaub. Sehr gut. Perfektes Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank, Frau Professor Eva Walle, für diese Einschätzung, für diesen Blick auf Rüsselsheim aus der Institution heraus und auch Ihren persönlichen. Das klingt ganz sympathisch, Sie waren sehr nett zu uns. Vielleicht sagen Sie mir nachher nochmal was, vielleicht auch was Kritischeres. Nee, Spaß beiseite. Nee, vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen, Sie sind ja noch nicht so lange im Amt, aber Sie haben, glaube ich, für 6 Jahre wird man als Präsidentin gewählt, habe ich glaube genau, ich. Genau, man wird für 6 Jahre. Sie, Oberbürgermeister, hat auch 6 Jahre, ja, also lange Frist, ja. Wünsche ich viel Erfolg. Ich freue mich, dass Sie Rüsselsheim als eine offene Stadt beschrieben haben, also die Stadt im Entgegenkommen, das ist super. Ich denke, wir brauchen die Hochschule unbedingt. Das ist ein Riesenfund, mit dem wir da buchen können. So soll das auch sein. Und dass Sie Persönliches hier auch gut aushalten können. Sie müssen nur noch mal Wein am Main, da müssen wir hin. Das ist auch sehr, sehr schön. Ich habe es schon mental notiert. Alles klar. Nochmals vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich bei Achim Weidner für die Technik, damit das hier auch eine ordentliche Umsetzung findet. Und ich biete an, dass es demnächst noch weitere tolle Informationen und Gespräche gibt. Das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.